Moin, moin, ihr People da draußen. Das Spiel Paw Patrol Grand Prix ist seit dem 30. September erhältlich, unter anderem auch im Game Pass Ultimate von Xbox. Ursprünglich sollte das Spiel auch via Google Stadia erscheinen. Ich wollte es auch anspielen, aber es ist ja nie erschienen. Aus Gründen. Also, lasst uns einmal reinschauen in das Spiel der Outright Games via xCloud. So, wie ihr seht, bin ich schon im Hauptmenü und ich würde sagen, wir starten direkt mal unser Abenteuer. Willst du das Erklärvideo starten? Das Erklärvideo? Ja, lass mal, zeig mal her. Mach mal los. So. Ja, gibt's in dem Video auch was erklärt oder gibt's nur Bilder zu sehen? Das ist ja kein Erklärvideo. Leute. Es ist eine Strecke. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeisterin Gutherz hat uns zur Hundeformel 1 eingeladen. Na dann, wie geht's los? Ich erkläre euch die wichtigsten Regeln. Okay. Mal sehen, wie man ein Rennen startet. Siehst du den Zeiger am unteren Rand des Bildschirms? Sehe ich. Ja. Versuche, diesen Befehl zu drücken und wieder loszulassen, um den Zeiger zu bewegen. Drücke A. Ich drücke A. Ach, ich muss den gedrückt halten. Wenn das Rennen beginnt, halte den Zeiger im mittleren Bereich. Okay, gebe ich mir Mühe. So bekommst du den perfekten Startschuh. Na dann. Wow. Und drücke diesen Befehl weiter, um schneller zu fahren. Das ist aber ein krasser... Mit diesen Befehlen lenkst du nach links und rechts. Yes, das kriege ich auch hin. Super. Klar. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Ah, schöner Reim. Verwende diesen Befehl, um sofort zum Rennen zurückzukehren. Noch im Rennen, warum soll ich? Ach, wenn ich rausgeschleudert wurde, alles klar. Entlang der Strecke kannst du Fähigkeiten sammeln. Sammle jetzt eine ein. Juhu, ich habe was gefunden. Was ist Welche das? Was du gesammelt hast, siehst du in der Box oben links. Ja. Benutze sie mit diesem Befehl. Dann steuern wir das mal mit X. Was hat er gemacht? Es gibt verschiedene Arten von Fähigkeiten. Nutze sie, um deine Gegner auszutricksen oder um dir einen Vorteil zu verschaffen. Ja, aber was war das jetzt? Leckerli-Rad unten links. Sammle die Leckerlis ein, um die Leiste aufzufüllen. Das habe ich nicht ganz geschafft. Wow, schon wieder die Hunde-Leckerlis nicht. Jetzt. Jetzt. Und jetzt machen wir wieder einen Jump. Wow, das geht richtig gut ab hier. Schön, schön, schön. So, jetzt haben wir die Leiste. Toll! Jetzt ist die Leckerli-Leiste voll. Benutze die einzigartige Fähigkeit deiner Spielfigur mit diesem Befehl. Okay. B. Ist das eine Wasserbombe? Ah, da schmeißt er nach vorne. Alles klar. Kannst dich auch mit diesen Befehlen umsehen. Kannst dich auch mit diesen Befehlen umsehen. Ja, super. Mach ich jetzt aber nicht. Hör mal nach dem Wirbelwind. Was auch immer der Wirbelwind bedeutet. Ja, jetzt muss ich mich hier kurz herbewegen. So. Wenn du eine kleine Pause brauchst und die Einstellungen überprüfen willst, verwende diesen Befehl während des Rennens. Hä? Okay. Yes, fortsetzen Einstellungen, neu starten. Zurück. Und wenn du zusätzliche Hilfe beim Fahren brauchst, keine Sorge. Wieso keine Sorge? Was meinst du mit keine Sorge? In diesem Fall kannst du den Autopiloten aktivieren. Suche nach diesem Symbol im Pausenmenü. So, ja, jetzt weißt du alles, was du brauchst. Autopilot in einem Rennspiel. Ich glaube, das sollten wir eher nicht machen. Auf ins Rennen. Ah, okay. Das ging jetzt automatisch zu Ende. Klasse Erfolg übrigens. Ein neuer Fahrer. Wir haben das Tutorial abgeschlossen. Ausgewählt hast, ein Rennen, bis es beendet oder aufgegeben wird. Yes, okay. Also, mit Marshall kann ich starten. Rubble. Felsbrocken. Hinterlässt einen aufblasbaren Felsbrocken auf der Strecke, der jeden verlangsamt. Chase. Chase. Bremssirene. Nö. So, wen haben wir noch? Rocky. Taubhaufen. Zuma. Zuma. Ja, wir spielen mit Zuma. Passe deine Spielfigur an. Ach, schön. Leute, ihr könnt euren Zuma und alle anderen Hunde von Paw Patrol anpassen. Klasse. Ja, ist alles noch gesperrt. Also müsst ihr wahrscheinlich freispielen, denke ich mal. Wähle eine Strecke.
Gut, dann starten wir in der Abenteuerbucht, und zwar die Straßen der Stadt. Schließe das Rennen auf Platz 3 oder besser ab, um das nächste Rennen freizuschalten. Normal, einfach, normal. Ja, wir starten mal normal. Los geht's. Los geht's. Also die Schultertasten braucht ihr anscheinend gar nicht am Controller. Allerseits. Heute ist ein besonderer Tag für unsere Stadt. Die Hundeformel 1. Die Hundeformel 1. Paw Patrol Grand Prix. Habt ihr schon gehört, Fellfreunde? Klingt nach einer Menge Spaß. Wir nehmen Ihre Einladung an, Bürgermeisterin Gutherz. Macht eure Natürlich, Fahrzeuge... Natürlich, los geht's. Oh, ich bin so aufgeregt. Okay, ist das jetzt der Versuch einer Story? Also, den braucht es doch hier nicht. Wir wollen doch spielen, zusammen mit unseren Habt ihr das gehört, Kätzchen? Wenn mein Plan gelingt, wird Bürgermeisterin Gutherz... Die Kätzchen sind auch am Start. Heute das Rennen in der Abenteuerbucht statt. Ja, dann los. Oh ja, das wird bestimmt ein Spiel. Ja, dann los. Die Straßen der Stadt in der Abenteuerbucht. Strecke 1 von 17 in Schwierigkeit. Normal. Gut. Ich bin auf Platz 8, wenn mich nicht alles täuscht. 3, 2, 1, los! Angefahren. Da lag schon was. Ist aber langsam. Das ist nicht besser. So, ich bin momentan Vierter. Wir fahren 3 Runden, wie ich sehe. Wie kann ich denn driften? Das habe ich noch gar nicht probiert. Hier, jetzt die Beschleunigungsjumper. Oh, ja. Na, wurde ich vorher gerammt, so ein Mist. Ich hab's. Wow. Da wurde ich gerammt, oder? Da liegt auch was im Weg, herrlich. So, jetzt hatte ich hier Wirbelwinde im Einsatz. Ich fühle mich die ganze Zeit ziemlich gebremst. Was ist das hier? Konfetti? Ach, es war nicht gut durchgefahren. Schade. Ich dachte, das ist was Gutes. Ein Spaß macht das hier. Eine wirklich miese Steuerung. Extremst schwammig, ob das an meinem kleinen Hoverboard liegt hier. Oder insgesamt. Ich wurde gerade schon wieder ausgebremst. Leute, merkt ihr das? Ich stehe ja fast auf der Stelle. Jetzt eine Schultertaste mal gedrückt. Und da ging es tatsächlich... Lass ich mal kurz. Schnell tauchen. Oh, jetzt habe ich endlich mal Speed hier. Jawohl. So. Wieder rum um die Kurve. Schönes Konfetti. Das hat ja einen Spaß gemacht. Weiter geht's. Noch eine Runde. Ja, ich habe schon gesehen, dass ich wieder angegriffen werde hier. Totenstark. Wie ihr das kennt aus den Paw Patrol Spielen und aus Outright Games, es kommen immer schöne Wortmeldungen der Protagonisten zum Zug. So. Racing-technisch geht's jetzt etwas besser. Jetzt nehmen wir hier nochmal voll mit. Genau, die Beschleunigung. Ach, jetzt habe ich den vermisst. Bei jeder Aktion, die ihr ausführt, sei es hier nach hinten etwas schleudern oder nach vorne etwas. Jetzt bin ich selber reingefahren. Ich blödi. Und, hat's gelangt? Oh Gott. Ganz knapp. Ich bin Erster geworden im ersten Spiel. Aber bei jeder Aktion, die ihr macht, bekommt ihr einen schönen Kommentar von eurem Hund, von eurem Welpenfellfreund um die Ohren. Damit müsst ihr umgehen. Es wird nicht anders funktionieren. Gut, ich habe das erste und ich habe einen neuen Gegenstand freigeschaltet. Everest. Okay, ist das eine Mütze? Vermutlich, ne? Toll gemacht. Du hast das nächste Rennen freigeschaltet. Nächstes Rennen. Sehr Dann machen gut. wir das. Alle Teilnehmer in der Startaufstellung. Die Rennstrecke ist der perfekte Ort für ein spannendes Rennen. Gut, dann weiter geht's. Fellfreunde, seid ihr bereit? Natürlich. Kein Rennen zu groß, keine Pfote zu klein. Kein Rennen zu groß, keine Pfote zu klein. Oh, ein Nachtrennen.
Schön. Das schauen wir uns auf jeden Fall auch noch an. Der Paw Patrol Speedway Junior in der Schwierigkeit normal Strecke 2 von 17. Dieses Huhn da. 3, 2, 1, los! Es kann losgehen! Alles klar. Ihr startet also auch direkt von Platz 1, wenn ihr Erster wart. Ab ins Wasser! Wie, ab ins Wasser? Ich bin doch gar nicht im Wasser. Was soll denn der Quatsch? Aber wahrscheinlich wegen dem Hoverboard. Alles klar, ich verstehe. Dieses Pfotenstark nervt mich so sehr. Ich überlege schon, ob ich das alles einsetze, was ich hier wirklich habe. Oh ja! Ah, das bin ich natürlich nicht dran. Komm, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Wow! Wow, sagt sie auch noch. Okay. Zuma. Du machst es ganz toll, Zuma. Juhu! Hier einmal in die Beine rein. Ja, dann mach ich gleich mit Crash. Von hinten. Also endlich mal ein bisschen Racing-Action hier. Oh, warum bremse ich hier gerade? Was ist hier los? Ich will nicht gebremst werden. Nach vorne. Nächsten Power-Up. Noch zwei Runden. Wieso nach zwei Runden? Na, schnell tauchen! Hier tauchen, das hat gar keinen Sinn. Ich bin nicht da. Warum bleibt die stehen? Das bremst ja total hier. So, wir holen uns wieder ein paar Knochen. So, und jetzt haben wir hier wieder einen neuen Schub. Also der Schub, der geht richtig ab. Der vibriert auch schön, der Controller. Lassen. Jetzt kommt die große Abkühlung. Oh, jetzt hat mich aber jemand von hinten voll geholt. So, jetzt habe ich hier keinen. Ich kann gar nichts drücken mehr. Jetzt hier. Weiter geht's. Komm. Ich habe keine Power-Ups. Ich muss was einsammeln. Hier. Er liegt wieder. Bleib nicht stehen, Mädel. Ach, weiter. Schon besser, schon besser. Und weiter geht's. Komm, holst du dir noch. Eine Runde noch. Wahnsinnige Überholgeschwindigkeit. Nochmal. Hab ich die wieder verpasst hier hinten. Schade, schade, schade. Jetzt aber um die Kurve rum. Das lief gut, das lief gut. Jawohl. Oh, hier liegt ein Feldbrocken, den will ich nicht. Oh! Alles klar. Nochmal eine Bremsspur hinterlassen. Und hier ist die Ziellinie. Nein, war nicht die Ziellinie. Mein Fehler. Gut. Abstand dürfte... Nein, hier kommt jemand. Gerade wollte ich sagen, Abstand dürfte noch groß genug sein. Einmal ist hier jemand. Jetzt ist noch jemand da. Muss ich die Kurve von innen machen. Und das könnte jetzt etwas eng werden. Nein! Wie kann denn das passieren? Ach, das ist schlecht. Jetzt ärgere ich mich. Kurz vor dem Ziel hier. Ja, hier kommt nichts mehr. Oh, hier kommt kein Speed, ne? Kein Speed. Dritter. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, das war ein weniger gutes Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf Platz 3 ist Zuma am Ende gelandet. Du hast das nächste Rennen freigeschaltet. Nächstes Rennen. Das nächste Rennen wäre kein Dschungel ist zu groß. Okay, okay, okay. Das reicht für heute hier mit dem kleinen Fürstlook von Paw Patrol Grand Prix. Ist zum Beispiel im Xbox Game Pass Ultimate enthalten, das Spiel. Ansonsten könnt ihr es kaufen. Outright Games kosten üblicherweise 39,99 €. Auch dieses. Wenn ihr Bock auf das Spiel habt, dann hinterlasst mir unbedingt einen Kommentar. Das Spiel ist aber ganz klar an eine kindgerechte Situation
gerichtet. Also, wenn ihr kleine Jungs, kleine Mädels zu Hause habt, das Spiel ist einfach zu steuern. Ihr drückt A und dann lenkt ihr und dann sammelt ihr was ein und dann drückt ihr die Buttons, um etwas abzuschießen oder etwas zu hinterlassen. Macht Spaß, soweit die Grenzen des Spiels halt da sind. Also es ist kein Racing, es ist kein krasse Multiplayer-Action. Zumindest jetzt nicht, habe ich eigentlich ausgetestet. In diesem Moment soll es erstmal gewesen sein. Ein kleines First Look heute. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis bald, ahoi. Ciao.